Danke für diese wunderschöne Einstimmung, liebe Frau Professor Geger an der Violine und Erika Leroux am Piano. Vielen herzlichen Dank. Es hat uns wirklich in eine wunderbare Stimmung begeben. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen zur diesjährigen Verleihung des Marie-Juchatz-Frauenpreises. Und in diesem Jahr haben wir zwei Preisträgerinnen, was wirklich normalerweise gar nicht vorkommt. Ich werde Ihnen das nachher gleich erklären. Der diesjährige Preis geht ja an liebe Frau Professorin Jutta Almedinger und natürlich geht der Preis für das Lebenswerk an Rita Süssmuth, liebe Frau Professorin Süssmuth. Es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass Sie heute hier unter uns sind. Ich freue mich riesig darüber, auch dass Sie in Präsenz hier sein dürfen und es ist auch für mich ein ganz, ganz besonderer Tag. Ich komme auf all das gleich noch zu sprechen, aber ich will Sie zunächst erstmal alle sehr herzlich begrüßen. Leider immer noch am Bildschirm, aber wir haben uns Mühe gegeben, trotzdem hier eine schöne Stunde oder anderthalb Stunden miteinander zu verbringen. Und ich kann nicht anders beginnen als das, was uns alle miteinander beschäftigt, nämlich dieser schreckliche Krieg in der Ukraine. Und natürlich fragen wir uns bei jeder Veranstaltung, die wir machen, kann man eigentlich, wenn Krieg in Europa ist, tatsächlich eine Veranstaltung machen? Und deshalb will ich vorab erstmal sagen, wir sind alles Kinder aus einem Bundesland mitten in Europa, die wir hier als Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen sitzen und stehen. Und wir haben uns niemals vorstellen können, dass wir diese glückliche Generation, die ohne Krieg leben durfte die ganze Zeit, dass wir jemals nochmal in Europa erleben werden, dass wir mit Krieg konfrontiert sind. Und deshalb auch von dieser Stelle nochmals ein ganz großes Bekenntnis der Solidarität an die Ukrainer und Ukrainerinnen, an die, die sich so mutig auch gegen diesen Krieg stemmen, an all die Menschen, die jetzt gerade Angehörige verlieren, die in Kellern sitzen, sich vor diesem Bombenhagel versuchen zu schützen und zu retten. An all diejenigen will ich wirklich meinen ganz besonderen Gruß nochmal geben. Auch in Rheinland-Pfalz leben Menschen aus der Ukraine. Und wir wissen alle, wie groß das Leid ist. Große, große Solidarität. Wir sind auch oder rüsten uns zurzeit für die Flüchtlinge, die unterwegs sind, auch in unser Bundesland. Wir wollen ihnen wenigstens den Schutz geben, den sie verdienen in dieser schrecklichen Zeit und ein bisschen Trost. Und wir hoffen, dass wir den Menschen einfach wirklich auch sagen können, ja, wenn ihr zu uns kommt, ihr seid hier willkommen. Wir werden alles dafür tun, dass ihr euch hier gut fühlt und wohlfühlt, wissend, dass wir gemeinsam bangen um das Leben der Angehörigen und ganz klar, wir wollen, dass dieser Krieg aufhört und wir rufen das auch von hier Herrn Putin zu. Er soll einfach diesen Krieg beenden, damit es wieder Frieden gibt in Europa und wir einfach miteinander solidarisch in Frieden leben können. Viele Menschen haben Angst zurzeit. Die Älteren erinnern sich daran, wie Mainz in Schutt und Asche lag. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir den Jahrestag hier hatten. Und viele Junge fragen sich, was ist eigentlich mit meiner Zukunft? Sie haben Angst davor, dass sie keine gute Zukunft haben. Wir alle wollen ein Europa des Friedens und daran werden wir auch in Zukunft arbeiten. In diesem Sinne, auch wenn wir den Frauenpreis feiern heute, denken wir, dass in Ukraine Krieg ist zurzeit und wir alle auch ein ganzes Stück damit involviert sind. Meine sehr verehrten, liebe Frauen, aber auch liebe Männer, die heute bei uns sind, der 8. März ist der Internationale Frauentag und wenn ich jetzt vom Krieg gesprochen habe, will ich schon auch noch mal betonen, dass es eine ganz lange Tradition der Frauen in der Friedensbewegung gibt. Und es ist so eben kein Wunder, dass sich über 40 Frauen und andere Nichtregierungsorganisationen zum heutigen Tag auch miteinander geeinigt haben auf eine Resolution, die ganz, ganz viele eben auch mittragen. Und in dieser Resolution sprechen sich die Frauen, aber auch die anderen NGOs noch einmal für die Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung aus, aber natürlich auch für ein sofortiges Ende des Kriegs und weisen auf die besondere Gefahren hin, die auch gerade Frauen im Krieg oder Frauen auf der Flucht auch noch mal doppelt ausgesetzt sind. Denn wo Krieg ist oder wo Krieg herrscht, steigt eben auch die Gefahr dass, der geschlechtsspezifischen Gewalt. Und wo Krieg herrscht, gibt es eben auch überhaupt gar keine Gerechtigkeit und keine Freiheit. Und deshalb will ich sagen, die Frauen, um die es heute hier geht, bei dieser Feierstunde, das sind eben Frauen, die sich auch in ganz besonderer Weise für Freiheit, für die Demokratie, für die Frauenrechte und für die Gerechtigkeit einsetzen. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt,
dass es gut ist, dass wir uns am Internationalen Frauentag auch hier zusammensetzen, im Bewusstsein zu diesem Krieg, aber auch im Bewusstsein, dass eine internationale Frauenbewegung niemals denkbar wäre, ohne auch für den Frieden da zu sein, ohne deutlich zu machen, wir sind für die internationalen Frieden, für die internationale Gleichstellung. Und wir haben schon immer gekämpft in dieser Bewegung, auch um Toleranz auch für Andersdenkende, für ein friedliches Zusammenleben. Und insofern freue ich mich, dass wir heute Sie beide ehren dürfen, die genau auch für diese Werte stehen. Für die Jury, die die Preisverleihung mit vielen inspirierenden Vorschlägen ermöglicht hat, will ich Lissy Meyer hier ganz, ganz herzlich begrüßen und Julia Jäckel, die jetzt gleich zugeschaltet wird für die kleine Talkrunde. Und ich habe mir auch alle, die in der Jury beteiligt sind, echt nochmal aufschreiben lassen, weil es ist so toll, dass sie zusammenwirken und immer wieder tolle Frauen vorschlagen, überlegen, wen können wir wirklich ehren? Und das ist Gisela Bill, das ist Frau Dubois. Gisela Bill ist die Vorsitzende unseres Landesfrauenbeirates. Frau Dubois ist Mitglied des Vorstandes der BASF. Es ist Doris Allmüller, sie ist die Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten. Es ist Claudia Rankas, die Vorsitzende des Landesfrauenrates. Es ist Professor Wersig, Professorin an der Hochschule Hannover. Es ist Suki, die Künstlerin, die alle kennen, und Claudia Neumann, die Preisträgerin aus dem letzten Jahr. Ihnen allen ein ganz großes Dankeschön und schön, dass die allermeisten es auch ermöglichen können, heute mit dabei zu sein bei dieser Verleihung. Unter uns Livia Gerster. Wir freuen uns riesig, dass Livia Gerster heute die Moderation übernommen hat. Und ganz viele an den Bildschirmen werden Sie ohnehin kennen, weil wir vor kurzem mit ihr und Petra Gerster zusammen eine ganz tolle Frauenwerkstatt hatten, wo ganz viele Frauen mit dabei waren. Es ist ganz, ganz schön, dass wir heute das Vergnügen haben, zusammen auch an dieser Feierstunde zusammen zu sein. Der heutige Frauentag, er steht unter dem Motto Break the Bias, überwindet also Vorurteile. Und ich brauche nichts zu erzählen über Klischees, die omnipräsent bis zum heutigen Tage sind, wenn es darum geht, Frauen zu belasten mit irgendwelchen Zuschreibungen. Das Elend der Zuschreibung, sage ich immer, es verfolgt einen bis zum heutigen Tag. Man kann es eigentlich kaum glauben. Und ich finde, wir alle haben immer noch bis zum heutigen Tag die Aufgabe, uns immer wieder auch dagegen zu wenden, aufzuklären, wenn mit Klischees gehandhabt wird im ganz alltäglichen Leben. Egal, ob in der Kita, in der Schule, ob es in irgendwelchen Erziehungszusammenhängen oder eben auch ganz normal im Alltag auffällt. Wie wichtig ist es, dass wir sagen, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da schreibt, was ihr da sendet, was ihr da sagt? Es ist wichtig, immer wieder zu sensibilisieren, weil Frauen sind nicht mehr dazu da, dass wir mit Rollenklischees und Zuschreibungen leben, sondern wir haben unser eigenes Leben, wir sind selbstständig. Und für unsere Kinder wünsche ich mir immer, dass wir ihnen, Kinder und Enkeln, Flügel verleihen, statt sie in ein Korsett zu drücken von Zuschreibungen, sodass sie ihre Individualität jenseits von Zuschreibungen eben entsprechend entwickeln können. Unsere beiden Ehrengäste heute Abend, sie kennen sich mit Vorurteilen ziemlich gut aus, finde ich, wenn man die Biografien so betrachtet. Und sie beide haben in ihren Positionen mehr als einmal mit Vorurteilen sich konfrontieren müssen oder waren konfrontiert. Und sie beide haben sich mit aller Macht und vor allem mit der Macht des Wortes den tiefsitzenden Vorurteilen entgegengestellt. Doch sie haben sich nicht nur dem Kampf gegen Vorurteile verschrieben, sondern sie beide kämpfen insgesamt gegen Strukturen, die für soziale Ungleichheit sorgen oder man kann auch sagen, auch mit sehr, sehr viel Empathie immer dafür gesorgt haben oder sich einsetzen, dass es endlich so weit kommt, dass wir eine Gleichstellung von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft vollends dann auch erleben werden. Leider haben wir nach wie vor zu beklagen, dass die Strukturen immer noch nicht so ganz der Gleichberechtigung entsprechen, auch wenn wir schon viele Fortschritte gemacht haben. Das heißt, kämpfen müssen wir weiterhin, den Internationalen Frauentag müssen wir weiterhin begehen. Wir dürfen nicht nur feiern und uns beglückwünschen lassen, sondern auch immer wieder auf diese Ungleichheit hinweisen. Liebe Zuschauerinnen und vor allem liebe Gäste auch hier in der Staatskanzlei, gestern war der Equal Day. Payday. Das weiß auch jeder von uns in dieser Runde. Frauen verdienen immer noch 18% weniger als Männer. Sie sind überrepräsentiert bei Care-Arbeit und bei Teilzeitjobs und das alles hat Folgen, auch mit Blick eben auf die Gefahren der Altersarmut.
Liebe Frau Professorin, liebe Jutta Almedinger, es ist eines der großen Themen, die Frau Almedinger immer und immer wieder beschäftigt hat in ihrer Forschung. In der Forschung, wo das Thema Ungleichheit wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Frau Almedinger kämpft mit der Macht der Fakten, würde ich jetzt einmal sagen, der Zahlen, der Statistiken. Und zwar nicht nur der Zahlen und Statistiken, der Statistiken wegen, sondern um tatsächlich auch mit der Macht des Wortes und der Kunst der Überzeugung auf der Grundlage dieser Fakten Menschen auch zu sagen, wo stehen wir eigentlich gerade in dieser Gesellschaft und was müssen wir eigentlich alles noch verändern. Frau Almedinger lässt ihre Forschungsergebnisse nicht einfach so für sich stehen. Also sie forscht nicht nur der Forschung willen, sondern sie forscht, um etwas zu verändern und zu bewegen. Man könnte auch sagen, sehr verantwortungsbewusstes Forschen, eine verantwortungsbewusste Wissenschaft, wenn man aus den Ergebnissen, die man aus der eigenen Forschung immer wieder sieht und entwickelt, tatsächlich auch Lösungen anbietet. Sie ist immer permanent präsent in der Politik, um zu sagen, Leute, macht es doch einfach so, dann können wir dieses Problem auch miteinander lösen. Und sie ist immer zum richtigen Zeitpunkt auch sehr wortgewaltig in der Öffentlichkeit präsent. Ihre Ergebnisse nützen uns am Ende allen. Denn nur wenn wir als Gesellschaft und Politik geschlechtersensible Daten haben, können wir unsere Entscheidungen daran eben auch ausrichten. Zitat: Corona hat die Ungleichheit in der Gesellschaft sichtbarer gemacht. Diesen Satz haben wir in den letzten 2 Jahren immer wieder gehört, weil er leider stimmt. Sie, liebe Frau Almedinger, haben aber früher als die meisten gewusst, diese Pandemie wird die Ungleichheit nicht nur sichtbar machen, sondern sie droht auch, sie zu verschärfen. Bereits im Mai 2020 haben Sie vor einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen gewarnt. Wir wissen aus Daten oder den Daten, dass viele Paare sich wirklich total angestrengt haben, die Herausforderungen gemeinsam in der Pandemie zu stemmen. Und doch inzwischen scheinen die Befunde zu bestätigen, dass es langfristig eher die Mütter sind, die ihre Arbeitszeit reduzieren. Wir wissen aber auch, es gab und gibt in dieser Pandemie eine nie dagewesene politische und öffentliche Sensibilität für das Thema Geschlechtergerechtigkeit. Und diese Sensibilität ist nicht allein das Verdienst feministischer Politikerinnen und Politiker, sondern sie wurde ganz wesentlich durch die regelmäßigen Forschungsdaten aufrechterhalten und verstärkt. Die Forschungsdaten standen immer wieder auch im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Und ich will so weit gehen zu sagen, Ihr eindringlicher Appell hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir nicht blind für diese Gefahr durch die Krise gegangen sind. Deshalb, liebe Frau Almedinger, liebe Jutta, für diese wichtige und beispielgebende Rolle einer Wissenschaftlerin, die gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, danke ich Ihnen, danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Dies hat die Jury vor allem bewogen, Sie mit dem Marie-Juchatz-Preis 2022 auszuzeichnen. Und wir hören nachher noch ein bisschen mehr, denn es ist nur ein Aspekt von ganz, ganz vielen, die ich eben nennen konnte. Also herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, meine sehr verehrten Herren und Damen, wir feiern ja in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz unseren 75. Geburtstag. Und bei den Vorbereitungen kam dann sehr schnell der Gedanke auf, anlässlich dieses Jubiläums auch ein kleines Jubiläum im Zusammenhang mit dem Frauenpreis zu feiern. Nämlich ausnahmsweise mal den Frauenpreis auch als Preis für ein Lebenswerk zu verleihen. Und ich bin sehr, sehr glücklich über diese Anregung. Ich finde sie nämlich mehr als angemessen. Es passt so wunderbar in unser Jubiläumsjahr. Ich möchte dafür den Blick auf manches lenken, das bereits geschafft wurde. Erstens, es gibt inzwischen kaum ein politisches Amt in Deutschland, das nicht schon von einer Frau geführt wurde. Kanzlerin, Außenministerin, Bundestagspräsidentin, Ministerpräsidentin, Verteidigungsministerin. All das wurde erreicht, wahr ist auch, es sind noch einige Ämter übrig und was mich ganz besonders bewegt, es ist gar nicht so ganz einfach, das auch auf Dauer sicherzustellen, dass in all diesen Ämtern auch immer wieder Frauen repräsentiert sind. Und klar, der Frauenanteil in den Parlamenten ist immer noch viel, viel zu niedrig. Zweitens, die geschlechtergerechte Sprache. Sie hat Einzug gehalten in unser aller Alltag.
Immer mehr Menschen sehen in ihr nicht nur ein Instrument gegen Klischees und gläserne Decke, sondern es gibt auch ganz viele, die finden, es ist inzwischen auch ein bisschen sowas wie eine Frage der Höflichkeit. Es ist halt schon ein Unterschied, ja, ob man angesprochen wird oder ob man einfach nur mitgemeint ist. Und ich glaube, das hat sich inzwischen auch ganz gut durchgesetzt. Drittens, in der Medizin wird erforscht, wie sich Medikamente und Krankheiten auf männliche und weibliche Körper und Psychen auswirken. Viertens, im Strafrecht haben wir klar geregelt, eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung, auch wenn sie in der Ehe stattfindet. Und Nein heißt eben Nein. Warum nenne ich diese Beispiele? Es sind ja nur Beispiele, weil sie alle einen wahnsinnigen Unterschied machen für das Leben von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft in Deutschland. Denn sie haben Frauen eine andere Form der Selbstbestimmung, des Respekts und der Freiheit ermöglicht. Und alle diese Beispiele haben direkt oder indirekt mit Ihnen, sehr verehrte Frau Süssmuth, zu tun. Sie haben als Wissenschaftlerin und Politikerin früh die Macht der Fakten für sich entdeckt. Da haben Sie auch ganz viel Ähnlichkeit mit unserer Preisträgerin in diesem Jahr. Und Sie haben mit den Studien und Argumenten dafür geworben, in diesen Feldern mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. Sie haben aber auch erkannt, dass neben der Macht, die Macht der Fakten, auch die Macht des Faktischen steht. Also, oder stehen muss, Gesetze, Quoten, Strukturen. Sie haben unermüdlich und oft mit hohem persönlichen Preis Strukturen in unserer Gesellschaft kraftvoll und nachhaltig verändert. Wir werden über das eine oder das andere sicher gleich in unserem Talk noch mehr hören. Klar ist aber, die Bundesrepublik Deutschland hätte an vielen Stellen ein anderes, ein weniger freundliches Gesicht, wenn es ihre Ausdauer und ihre Klarheit, ihr Wissen, wie man mit Macht auch umgeht, wenn es ihren lösungsorientierten Einsatz nicht gegeben hätte. Kluge Frauen machen aber nicht nur eine gute Frauenpolitik. Als ehemalige Gesundheitsministerin möchte ich gerne an ein weiteres Kapitel Ihrer Biografie erinnern. Sie waren Bundesgesundheitsministerin, als in den Jahren 1980er Jahren die AIDS-Epidemie für Angst und Schrecken hier sorgte. Sie haben sich damals mit aller Kraft gegen populistische Vorstöße gewendet. Sie haben sich mit Experten umgeben und sie haben durch Aufklärung und faktenbasiert den Kampf gegen den unsichtbaren Feind aufgenommen. Und ich glaube, nach 2 Jahren Pandemie können wir diese Leistung noch mal stärker würdigen als vielleicht auch jemals zuvor. Sie haben sich ganz nach dem Motto des heutigen Frauentages nicht von Vorurteilen leiden lassen, sondern sie haben in einem ganz großen Übermaß für Toleranz und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gesorgt. Und das gilt nicht zuletzt auch für Eintreten für ein modernes Einwanderungsrecht, was Sie ja schon in ganz frühen Jahren verfolgt haben und immer wieder dafür geworben haben. Sehr geehrte Frau Professorin Süssmuth, es ist mir eine ganz besondere Freude und eine ganz besondere Ehre, Ihnen heute diesen Preis für Ihr Lebenswerk überreichen zu dürfen und zu verleihen. An dieser Stelle, genau. An dieser Stelle versuchen die wenigen Gäste, die ich jetzt unhöflicherweise habe vorhin vergessen zu begrüßen, wir freuen uns, dass Freunde von Ihnen aus München angereist sind, wir freuen uns, dass Ihre Schwester dabei ist, wir freuen uns, liebe Jutta Almendinger, dass dein Mann mit dabei ist. Also die wenigen Gäste hier haben jetzt versucht zu zeigen, was ja normalerweise der Fall wäre, wenn wir richtig viele Gäste hätten, nämlich einen brausenden Applaus, den Sie absolut verdient haben. Liebe Frau Süssmuth, im Namen auch aller ZuschauerInnen, die heute mit dabei sind, möchte ich meinen ganz großen Dank Ihnen aussprechen für Ihren ganz unermüdlichen Einsatz für die gemeinsame Sache. Und es hat mich immer sehr, sehr beeindruckt, mit welcher Geradlinigkeit und mit welcher Menschlichkeit Sie seit Lebens für Ihre Überzeugungen und Ihre Werte eintreten. Bis zum heutigen Tag, wo Sie keine Ämter in dem Sinne mehr bekleiden, aber Sie lassen an dieser Stelle gar nicht nach. Sie stehen in der besten Tradition mit der Frauenbewegung, nämlich das Gemeinsame zu betonen und nicht das Trennende und immer wieder zu versuchen, Lösungen zu finden für Probleme. Und es ist einfach unglaublich, wie stark Sie sich Ihr ganzes Leben lang für diese Werte einsetzen, mit welcher Überzeugungskraft. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute dabei sind.
Wir haben es jetzt so gemacht, dass der Preis und die Damen, die den Preis bekommen, jetzt gerade mal eingesplendet waren, glaube ich, ne, mit der Kamera. Und ich würde jetzt trotz allem zu Ihnen kommen, weil es ist ja jetzt schon etwas lockerer mit Corona, und Ihnen einfach aus ganzem Herzen den Preis überreichen. Ja. Wir beginnen mit dem Lebenswerk. Danke, ganz herzlich von Ihnen. Und ich wünsche mir, weil es der Marie-Lukacs-Preis ist, dass wir nicht vergessen, was Frauen vor uns erkämpft, geleistet haben. Das dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Das ist darum bin ich heute auch hier und freue mich ganz besonders, von Ihnen diesen Preis zu bekommen, weil das wirklich aufmuntert. Darüber werden wir ja gleich noch sprechen. Genau. Ganz herzlichen Glückwunsch. Und das ist der Preis. Das ist eine Skulptur von einer rheinland-pfälzischen Künstlerin, Jutta Lutz. Er ist jetzt in Schwarz, ne? Weil der Frauenpreis ist hier in Grün. Er ist ein besonderer Preis. Und die Urkunde darf ich jetzt einmal verlesen. In Anerkennung ihrer Verdienste um die Gleichstellung von Mann und Frau wird Frau Professorin Dr. Rita Süssmuth für ihr Lebenswerk mit dem Marie-Juchatz-Frauenpreis ausgezeichnet. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Frau Süssmuth. Noch lebe ich. Ja, noch hoffentlich ganz, ganz, ganz lange. Ne? Alles Gute, danke, vielen Dank. So, und liebe Jutta, dir überreiche ich auch sehr gerne unseren wunderschönen Preis und freue mich ganz, ganz sehr darüber. Und natürlich die Urkunde, die ähnlich lautet, nur dass eben das Lebenswerk da nicht steht, sondern in Anerkennung ihrer Verdienste um die Gleichstellung von Mann und Frau wird Frau Professorin Dr. H.C. Jutta Almedinger mit dem Marie-Juchatz-Frauenpreis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank und auch vielen Dank für die brillante Idee, das mit einer meiner wirklich, also vorbildgebenden Frauen, Rita Süssmuth, zu machen. Und du bist das natürlich auch. Wir sind Freundinnen schon immer über alle Parteigrenzen hinweg und sie trägt heute rot wegen mir. Also herzlichen Glückwunsch. Wir gucken einmal noch da rein und winken den ganzen Menschen hier am Bildschirm. Und klatschen nochmal den beiden Damen. Vielen Dank. Ne? So, Melanie, du holst mich jetzt ab. Danke, das ist ganz lieb. Thank you.
Ja, vielen Dank für diese wunderbare Musik. Vielen Dank an die Ministerpräsidentin. Vielen Dank, Malu Dreyer. Ich freue mich sehr, heute hier als Jüngste mit diesen tollen Frauen sprechen zu dürfen, mit Ihnen allen. Aber es ist natürlich auch ein Frauentag, der im Schatten eines Krieges steht. Frau Dreyer hat es schon gesagt, ein Krieg, den wir so alle hier in Europa nicht für möglich gehalten hätten. Aber es ist ja auch so, dass in Kriegen gerade Frauen eine wichtige Rolle spielen. Wir sehen es in der Ukraine, wo Frauen sich todesmutig vor russische Panzer stellen, in Bunkern ihre Familien beschützen, in U-Bahnhöfen Babys bekommen. Wir sehen es aber auch in Russland, wo Frauen unter hohem Risiko auf die Straße gehen, sich lieber einsperren lassen, als zu schweigen. Und übrigens ja auch gerade die Soldatenmütter stellen sich immer wieder Putin entgegen, haben es schon im Tschetschenienkrieg getan. Aber vergessen wir auch nicht die mutigen Frauen in Belarus, die für Frieden und Freiheit und Demokratie im Gefängnis sitzen, Maria Kolesnikova. Also vielleicht widmen wir doch diesen Tag auch diesen mutigen Frauen, die Putin ja am meisten fürchtet und am meisten fürchten muss. Frau Professorin Süssmuth. Lassen Sie Professorin bitte weg. Bei mir auch dann gleich. Da sparen wir natürlich ein bisschen Zeit heute. Gut. Frau Süssmuth, Sie wissen, was Krieg ist. Sie haben noch als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und Sie haben auch einmal geschrieben, wie Sie auch noch Jahre nach dem Krieg von Bomben geträumt haben und von den Gesichtern Getöteter. Und Sie haben auch da in diesem Artikel geschrieben, wie ungeplant Ihr Lebenslauf war, weil man nach dem Krieg eben nicht die Karriere geplant hat, sondern zusah, dass man satt wurde. Für diesen ungeplanten Lebenslauf, Ihr Lebenswerk, wurden Sie ja heute ausgezeichnet. Ich glaube, Julia Jäkel ist uns zugeschaltet, die diese Entscheidung ja als Teil der Jury mitgetroffen hat. Da ist sie. Hallo, Frau Jäkel. Hallo, Frau Gerster. Frau Jäkel, Sie kennen und bewundern Rita Süssmuth ja schon lang. Sie beide kommen aus verschiedenen Sphären. Rita Süssmuth aus der Politik und aus der Wissenschaft. Sie, Frau Jäkel, aus der Welt der CEOs und der Verlage. Was konnten Sie denn von Rita Süssmuth lernen? Ach je. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Aber ich glaube, der Hauptaspekt ist diese Lust, die Frau Süssmuth immer ausgestrahlt hat, gestalten zu wollen. Sie hatte nie das Thema Macht mit spitzen Fingern angefasst, sondern im Gegenteil, sie hat gesagt, ich will Dinge besser machen und anders machen und hat sich sozusagen lustvoll in die Schlacht gestürzt. Und das ist eigentlich auch ein Sinnbild heute. Sie hat sich bewusst dafür entschieden, dass wir keine klassische Laudatio halten, sondern dass wir eine Panel-Diskussion hier machen, wo sie sich einbringt und mitmischt. Und das zeichnet sie im Grunde maximal aus. Aber natürlich kommt mehr dazu. Sie ist, wie ja Frau Dreyer nochmal gesagt hat, natürlich die und eine der großen Vorkämpferinnen für uns Frauen. Und ich sage das deshalb besonders, weil gerade meine Generation, ich bin 35 Jahre jünger als Sie, Frau Süssmuth, gerade meine Generation hat, glaube ich, eine lange Zeit gedacht, dass die Dinge von selbst laufen. Das ist aber nicht so. Wir haben heute verstanden, dass es eben diese Vorkämpferin braucht, wie Sie, die auch gerade, wenn wir mal gucken, was Sie nicht nur in der Gesellschaft im Allgemeinen, sondern auch in der Politik, in der Kirche, aber vor allen Dingen auch in der Partei der CDU ausgerichtet haben. Und ich frage mich heute, Sie haben wahrscheinlich der CDU beigebracht, wie man oder dass Frauen genauso viel Kompetenzen zugesprochen werden wie Männern. Zumindest einem großen Teil der CDU vielleicht. Da gibt es noch ein bisschen Weg zu gehen, glaube ich. Aber vieles davon geht auf Sie wirklich zurück. Und ich frage mich manchmal, gäbe es eigentlich Angela Merkel ohne Rita Süssmuth? Das ist wahrscheinlich eine sehr theoretische Frage. Es wird uns nicht gelingen, sie richtig zu Ende zu beantworten. Aber mein Gefühl ist, nein. Ich glaube, Sie haben an vielen Stellen die Grundlage dafür gelegt, dass eben auch eine Frau, in diesem Fall als CDU-Frau, eine Kanzlerin unseres Landes werden konnte. Und Sie haben eben früh, Frau Süssmuth, verstanden, dass die Frauenfrage eben keine Frauenfrage ist. Sie wussten immer, es ist eine Frage der Gesellschaft. Und Sie wussten immer, dass es die großen Fragen unserer Gesellschaft nur im Miteinander
von Männern und Frauen gelingen kann und nicht im Gegeneinander. Und dieses Gegeneinander gilt es aufzulösen. Und deshalb zurück, Frau Gerster, zu Ihrer Frage, was ich noch von Frau Süssmuth gelernt habe. Neben dieser Lust an Gestaltung und machen wollen, ist es auch die Hartnäckigkeit, mit der sie die Themen immer wieder verfolgt hat, ob sie nur von Helmut Kohl gebasht wurde oder in Schubladen gepackt wurde. Sie hat sich immer wieder rausgezogen und gesagt, nein, ich gehe meinen Weg und ich versuche, meine Dinge durchzusetzen. Diese Hartnäckigkeit hat mich bis heute beeindruckt und uns als Jury insgesamt. Aber ich will diesen Punkt auch unbedingt machen. In dieser Hartnäckigkeit, Frau Süssmuth, haben Sie eben immer auch was Versöhnliches ausgestrahlt, bis heute. Und das finde ich etwas, was, glaube ich, uns allen, ob nur in der Wirtschaft, als irgendwie CEOs, als Aufsichtsräte, in der Politik, uns, glaube ich, weiterhilft. Hartnäckigkeit gestalten wollen, aber innerhalb dessen auch Versöhnlichkeit. Und der letzte Punkt, den ich noch machen wollte, Sie sind Wissenschaftlerin. Von der Herkunft sind Sie Wissenschaftlerin, aber irgendwie sind Sie es ja auch geblieben. Und haben, wie Frau Dreyer schon gesagt hat, auch Sie haben immer mit Expertise und Sachkenntnis versucht, die Dinge besser zu machen. Und ich selbst habe Sie häufig erlebt, das werden Sie gar nicht mitbekommen haben, aber im Kontext der Bertelsmann Stiftung, wo ich Sie häufig gesehen habe, und Sie sind mir immer aufgefallen als eine Frau, die ein bisschen anders ist als die anderen, die eine Art stille Ernsthaftigkeit immer ausgestrahlt hat. Und das finde ich sehr besonders und davon wünsche ich mir noch mehr. Insofern im Namen der gesamten Jury, wir waren uns alle einig, dass das der Moment ist, Ihnen den Preis, den Marie-Juchartz-Preis für Ihr Lebenswerk zu überreichen. Das tue ich hiermit gerne mit großer Freude, virtuell. Ja, vielen Dank. Sie dürfen etwas erwidern, wenn Sie wollen. Sie müssen aber auch nicht. Ich habe auch noch genug Fragen sagen, für Sie. Sonst. Zu viel des Lobes. Aber es ist nicht mein Weg, sondern es geht um unseren Weg. Und das Wir wird so entscheidend sein für Kompetenz, für Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, dass wir heute dafür arbeiten müssen, wie ich es auch bei den ukrainischen Frauen erlebe, auch gerade bei der jungen Frauengeneration. Sie wissen, wofür sie stehen, und das haben Generationen vor uns getan, zum Teil mit ihrem Leben riskieren müssen. Und ich muss sagen, wenn, dann jetzt und nicht mehr warten. Also diese ständige Geduld haben, das haben wir nun lange genug bewiesen. Veränderung ist notwendig. Und diese Zeit ist so, dass das Umdenken nicht nur ein paar kleine Häppchen braucht, sondern ein sehr grundlegendes Umdenken und Handeln. Also wenn wir in der Praxis so weit wären, wie wir in der Wissenschaft schon sind, ging es uns viel besser. Ob ich Pomelenga nehme oder andere, wir haben in den letzten Jahren so viel an Kenntnis dazu gewonnen, dass man sich fragen muss, warum halten wir dies eigentlich nicht für selbstverständlich? Und noch immer ist, ich erlebe das in meiner Partei, man glaubt, die Dinge laufen von selbst. Wir brauchen keine Verbindlichkeit. Und ich muss sagen, das Wichtigste ist mir das Grundgesetz, in dem dieser Satz verankert ist. Ohne Elisabeth Selbert hätten wir ihn nie bekommen. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Männer haben gefragt, nein, sie, Elisabeth Selbert, hat die 61 Männer, einen der 61 Männer gefragt, was macht ihr denn mit den Frauen, was bringt ihr da? Frauen stehen hier gar nicht an. Es war ja so, 4 Frauen, 61 Männer, Minderheiten. Und Minderheiten haben schwer, auf die Füße zu kommen und sich durchzusetzen. Sodass ich sage, für mich ist diese Zeit, in der wir jetzt leben, eine ganz entscheidende, um mehr an Veränderung herbeizuführen, trotz aller Rückfälle,
die Frauen A durch die Corona-Krise erlebt haben, die sie auch durch einen neuen Krieg in Europa erleben müssen und sich in einer anderen Weise nochmal zeigen als im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber immer waren sie gestalterisch helfend, vordenkend und vorsorgend unterwegs. Und das sollten wir uns, das sollten wir nicht vergessen, sonst verzweifeln wir manchmal an den Verhältnissen und sagen, da kann man nichts machen. Diese Aussage, da kann man nichts machen, die gilt für uns nicht und für mich auch nicht. Das werden, wollen wir doch mal sehen, sage ich dann. Danke. Kommen wir zu den anderen beiden Frauen in der Runde. Frau Meier, Sie sind ebenfalls Teil der Jury des Marie-Juchertz-Preises und Sie haben sich dafür stark gemacht, Jutta Almendinger auszuzeichnen. Sie beide verbindet die Wissenschaft, auch die Politik und natürlich vor allen Dingen der Kampf für Gleichberechtigung. Sie, Frau Meier, sind Direktorin der Bundesgleichstellungsstiftung und haben übrigens auch gerade die Bundesverdienstmedaille bekommen für Ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement. Das auch nochmal erwähnt. Was man hier immer alles weiß, ja. Inwiefern, Frau Meier, ist denn Jutta Almendinger für Sie ein Vorbild? Ja, Jutta Almendinger ist ein Vorbild, nicht nur für mich persönlich, sondern ich glaube für viele junge Frauen, ältere Frauen und sie ist ein ganz wichtiger Teil der Frauenbewegung in Deutschland. Sie ist klug, zugespitzt, schillernd und trotzdem so natürlich, so nahbar, verbindlich und integrierend. Sie erkennt früh, welche gesellschaftlichen Entwicklungen auf uns zukommen. Sie ist eine derjenigen, die unglaublich schnell und um die Ecke denken kann und zügig in Aktion kommt. Nicht zuletzt wurde dies eben deutlich in ihren Ausführungen und Aktivitäten, mit denen sie auf Retraditionalisierungsgefahren in der Pandemie aufmerksam gemacht hat und darauf auch aufmerksam gemacht hat, dass die Frauen nicht vergessen werden dürfen. Ihre Analysen sind messerscharf, zutreffend und sie hat leider auch in der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie immer recht behalten, wie aktuelle Studienergebnisse auch zeigen, jetzt leider kann man zwei Jahre nach der Pandemie oder in der Pandemie. Jutta Almendinger wird als Botschafterin für Gleichstellung wahrgenommen. Ihre Meinung ist gefragt, sie macht gleichstellungspolitische Forderungen sichtbar in den Medien und gilt als wissenschaftliche Expertin allerersten Ranges. Sie berät vom Papst bis hin zur Landesregierung hier in Mainz alle möglichen Personen, Gremien und Strukturen. Und sie ist von unterschiedlichen feministischen Strömungen als Vorkämpferin anerkannt. Dieses Pfund nutzt sie und setzt sie ein. Solidarisiert sich beispielsweise mit jungen Influencerinnen, die antifeministischen Angriffen ausgesetzt sind, bestärkt sogenannte Quotenfrauen, die und verschafft sich Gehör für die Anliegen von unzähligen Menschen, die in unserer Gesellschaft eben nicht Gehör finden selber. Deutlich benennen sie Probleme und verstecken sich nicht hinter einer elitären Wissenschaftssprache, sondern finden immer den richtigen Ton. Das ist im besten Sinne Eintreten für andere, sozial Schwächere. Seien es Bildung und Teilhabe oder auch die soziale Divergenz in unserer Gesellschaft. Dabei geht es ihnen nicht nur um Gleichstellung allein, sondern vor allem um Demokratie als Basis unserer Gesellschaft und Gleichstellung als Kitt für unsere Gesellschaft. Dafür beweisen sie Gespür für politische Stimmungen. Sie sind am Puls der Zeit und der gesellschaftlichen Themen, wie ihr Eintreten für eine Bundestagspräsidentin auch gezeigt hat. Und das finde ich total schön, das heute Abend auch zu sehen hier. Wir haben hier die letzte Bundestagspräsidentin und dann kam Jutta Almendinger und hat sich stark gemacht, dass es endlich wieder eine braucht, mit starken, wichtigen Argumenten, die auch zum Ziel geführt haben. Hartnäckig hat sie auch der neuen Bundesregierung einige Forderungen ins Stammbuch geschrieben, sei es die Elternzeit optimaler gestalten, Ehegattensplitting abschaffen, indem mehr Vätermonate auch eingesetzt werden können, das zweite Führungspositionengesetz umsetzen, gerechtere Arbeitszeitmodelle und vieles, vieles mehr. Sie sind die perfekte Mischung aus Geduld und Ungeduld. Dort, wo es nötig ist, sagt man mir selten mit der Geduld. Dankeschön. Dort, wo es nötig ist, spitzt sie zu,
Dort, wo es nötig ist, fordert Jutta Almendinger anstatt zu bitten. Dort, wo es nötig ist, bestärkt und motiviert sie, anstatt Mitstreiterinnen in Sachen Gleichstellung auf dem Weg zu verlieren. Sie bekommen das Kunststück fertig, gleichzeitig eine laute und vernehmliche Stimme im Kampf um Gleichberechtigung zu sein und auch als Brückenbauerin wahrgenommen zu werden. Es geht ihnen darum, Männer als Verbündete mitzunehmen und einzubinden und auch die Nicht-Überzeugten zu überzeugen. Der Titel, Es geht nur gemeinsam, den leben sie seit vielen Jahren auch in Person. Sie sind ein Vorbild für uns, insbesondere für junge Wissenschaftlerinnen, für junge Frauen, für ältere Frauen. Und Sie haben in einem Interview letztes Jahr gesagt, wenn Frauen in herausgehobenen Positionen, sei es in Medien, in der Politik, in Wissenschaft oder Wirtschaft, als Rollenvorbilder wahrgenommen werden, dann verändert das die ganze Gesellschaft. Genauso ist es, liebe Jutta Almendinger, mit diesem Wirken und als Vorbild für viele junge und ältere Frauen in unserer Gesellschaft haben Sie auch die Gesellschaft verändert und werden es hoffentlich noch lange tun. Herzlichen Glückwunsch. Dank. Danke schön. Danke. Von Seiten der ganzen Jury. Danke. Ich möchte mich zunächst mal wirklich von Herzen für dieses Vertrauen auch der Jury bedanken. Ich meine, einen Marie-Jukas-Preis zu bekommen, ist ja nicht ohne. Wenn man sich vorstellt, was diese Frau alles erreicht hat, von klein auf kommend, alles andere als selbstverständlichen Herkünften kommend, sich von ihrem Mann getrennt hat, ihre Kinder alleine großgezogen hat, mehrfach umziehen musste und immer wieder neu Fuß gefasst hat und dann die erste Rede gehalten hat in der Bundeswehr. Das muss man ja erst mal schaffen. Das ist ja etwas, was mich maßlos beschämt. Und auch wenn ich diese Fußstapfen, die kann ich gar nicht ausfüllen. Und von daher bin ich froh, dass hier Rita Süssmuth zwar wahrscheinlich kleinere Füße hat als ich, aber ein ganzes Stück von diesen Fußstapfen ja, ausfüllt, sodass dann mein Zehen wahrscheinlich den Rest gibt. Also das fand ich eine großartige Idee. aber auch die, wenn ich meine, Frau Peschel-Gutzeit oder die anderen Preisträgerinnen, ja, das sind Ikonen in meinem Leben, die ganz anderes erreicht haben. Ich bin ja nur so eine störrische Eselin, die auf der Grundlage von Daten, und da kann ich jetzt nur wiederholen, was meine Freundin Rita Süssmuth sagte, einfach die Energie aufbringt, immer und immer und immer wieder eigentlich Dinge zu sagen, die ich schon vor 40 Jahren, ich hatte 92 meine erste Professur gesagt habe, mit kleinen Facetten, weil die Datenlage besser wird und immer all jenen entgegenzuhalten, die auf die kleinen Fortschritte hinweisen, aber die großen Unterschiede, die wir immer noch haben, irgendwie versuchen wegzudrücken. Und ich bin froh, wenn Sie sagen, dass ich für junge Frauen was bedeute. Das finde ich klasse, weil ich meine, ich habe ja den großen Luxus als Hochschullehrerin, immer mit den 18-, 19-, 20-Jährigen zu arbeiten. Und die sagten mir 92 und 2002 und 2012 immer, ach, wir sind die erste Generation, so diese Livia Gersters, ja, wir sind die erste Generation, die keine Quoten brauchen, das sind die Alten und so etwas. Und dann hat man die beobachtet über die Zeit und naja, aus dieser großartigen Lebensperspektive wurde dann irgendwie so ein Mummy-Track. Und das hat sich geändert und danke, dass das vorhin auch so angeklungen ist, dass die jungen wilden Frauen jetzt, die diese Influencerinnen sind, ja, die also ganz anders auch Digital Native sind, die sich zusammengeschlossen haben. Und das finde ich etwas, was nicht ganz neu ist, aber was sich in den letzten Jahren wieder aufgebaut hat, dass man über politische Fraktionen hinweg, über Sektoren hinweg, dass man mit einer Frau Furtwängler genauso wie mit einer Janina Kugel oder mit Frau Bossong als Schriftstellerin oder Katja Kraus als Fußballspielerin sich an die Bundespressekonferenz wenden kann und ein Ohr dafür bekommt und sich für das Führungspositionsgesetz 2 stark macht, weil man weiß, man hat noch so ein kleiner Korridor, bis die Legislaturperiode aufhört. Und wenn man jetzt nicht schreit, ja, aber ohne die Jungen, die dann ihre Netzwerke dahin gekriegt hätten, wären wir Alte nichts gewesen. Und das war interessant, weil die weder mich kannten, noch kannte ich die Jungen. Sie kannten im Übrigen auch Frau Furtwängler nicht. Da hat man mal gesehen, wie es auch so Altes wirklich Gradienten gibt und Barrieren. Und das hat uns gut getan. Es hat uns dann auch gut getan bei Bärbel Baas. Das ist vollkommen richtig. Es hat uns nicht so gut getan bei dem Ehegattensplitting. Das haben wir nicht geschafft. Da steht jetzt was Komisches mit einer Familienbesteuerung drin. Aber da kennt die Ministerpräsidentin
Präsidentin ja meine Haltung dazu. Das wird sich irgendwann auch noch ändern. Der Preis bedeutet mir sehr, sehr viel und vielen, vielen Dank. Und danke im Übrigen auch an zwei Dinge noch. Einmal an die Künstlerin, die dieses gestaltet hat. Ich habe ja schon einige Preise gekriegt, nicht so viel wie Frau Süßmuth, aber die sind alle bei weitem nicht so wirklich gelungen wie diese. Und dann vielen Dank an Livia Gerster für dieses, ja, man kann es schon sagen, die Widmung dieses diesjährigen Frauenpreises an die ukrainischen Frauen, an die russischen Frauen, an die Frauen in Belarus und deren unglaublichen Mut, aus inhumanitären sozusagen Zonen doch noch irgendwie zu versuchen, ihre Kinder rauszubekommen, sich selbst vor die Panzer zu stellen. Ich bewundere sie maßlos und auch in diesem Vergleich denke ich, bin ich gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich diese Kraft hätte. Danke. Ja, wir wollen gleich noch weiter über all diese Themen sprechen, die Sie jetzt schon angeschnitten haben. Bei Ihnen beiden, Frau Süßmuth und Frau Almendinger, klangen ja auch schon die Widerstände an, gegen die Sie sich immer wieder durchsetzen mussten. Die haben Sie beide erlebt, überwunden, sonst wären Sie ja nicht so weit gekommen. Frau Professor Süßmuth, Sie haben in Ihrer Zeit als Politikerin vielleicht nicht so einen Krieg erlebt, wie wir ihn jetzt haben, aber Sie haben auch schwere Krisen erlebt. Haben Sie denn einen Rat an unsere Außenministerin? Die Außenministerin fing an, wurde sehr bald ganz scharf kritisiert, so ungefähr, ihr seht ja, Frauen können es nicht. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, wie diese Frau in den letzten Wochen gesprochen hat, gestaltet hat. Und wenn wir jetzt uns fragen, was bringen die Frauen besonders ein? Ja, sie sind anders, wie schon Marie Lukács gesagt hat, für alles zuständig, aber wissend, es geht um Menschen, es geht um Care, um Fürsorge. Sie war eine Reformerin und ich muss Ihnen sagen, die Widerstände haben mich oft auch in die Verzweiflung geführt, dass ich dachte, Mensch, das gelingt nie. Und mitunter bei all den Vorhaben, die mir wichtig waren, wir haben heute Abend die Musik wieder gehört. Sie glauben gar nicht, was die Musik in Menschen bewegt, sodass dass die Kulturpolitik mindestens so wichtig ist wie die Finanz- und Wirtschaftspolitik, weil ich muss den Seelen was geben. Eine Russin, Alexejewitsch, hat ein Nobelpreisbuch geschrieben. Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Und dafür Sorge zu tragen, dass das nicht ausstirbt, das erleben wir ja gegenwärtig an Putin, der ein ganz anderes Gesicht der Gewalt, der Macht, der Zerstörung bringt. Und da haben weder Frauennetzwerke noch Frauenarbeit überhaupt einen Stellenwert, sondern es geht nur um das Herrschaftliche, das Mächtige, das Unterwerfende. Und genau das muss uns in Aufruhr versetzen. Ich wünsche mir heute, dass all die Frauennetzwerke, hier sitzt eine Frau und arbeitet dafür, dass wir uns enger zusammenschließen und nicht als Einzelne auftreten. Wir haben eben gehört, nur gemeinsam sind wir stark. Wir alle wissen, dass der Anteil der Frauen in Parlamenten nicht die Lösung ist, aber sie ist eine wichtige Voraussetzung, um Themen auf dem Tisch zu haben und zu bearbeiten, die wir, wenn wir eine Minderheit von ein oder zwei Frauen in einem Ausschuss sind, gar nicht bearbeiten können. Und ich muss sagen, bei mir haben heute Widerstände nicht Übermacht, sondern ich befrage Sie als erstes, ja, Sie sind da und sind sehr verkrustet da. Immer noch wieder die alten Vorurteile, die kann es nicht. Auch
Bei Angela Merkel ging es ja anfangs darum, das Mädchen wird es nicht schaffen. Die hat ihnen schon gezeigt, was sie schafft. Und viele andere Frauen. So dass ich sagen muss, Widerstände sind dazu da, um bearbeitet zu werden. Und das ist harte Arbeit, aber eine, wo sich was verändert. Ich würde heute auch nicht mehr behaupten, wir sind dieselben wie vor 40 Jahren. Als ich in 85 den ersten Essener Parteitag erlebte, einen anderen Geißler erlebte, der zuhören konnte. Ich hatte den nur erlebt in der heißen Debatte auch um Wiederaufrüstung, ob wir die richtigen Raketen haben. Da habe ich immer gedacht, du tust den Frauen Unrecht. Ob es eine FDP-Frau war oder eine andere. Und dann habe ich ihn erlebt, zuhörend, fragend auch gegenüber den Frauen. Und dieser Essener Parteitag war unbedingt ungewollt. Und er hat doch stattgefunden und hat erstmalig gezeigt, auch die Frauen haben eine Stimme. Ist bei der Unverbindlichkeit geblieben. Und deswegen muss ich sagen, wir haben uns viel erwartet von der Quote. Die Quote war auch notwendig, weil sich sonst gar nichts bewegte. Aber wir haben auch gelernt, die Quote in dieser Form reicht nicht aus. Wir brauchen mehr, um das umzusetzen. Wir haben jetzt eine Generation im Bundestag, wo ich die Hoffnung habe, da geschieht was. Und nicht nur diese Widerwärtigkeit, die werden nichts schaffen. Die müssen was schaffen. Auch um unsere aller Selbstwillen. Und es geht mir bei der Frauenfrage eigentlich um eine Gesellschaftsfrage und nicht einfach nur eine isolierte Frauenfrage. Insofern muss ich auch sagen, wir brauchen ein neues Miteinander von Männern und Frauen. Und wir haben jetzt genügend im alten und neuen Feminismus gekämpft, auch gegen die Männer. Aber die sind auch lernfähig. Ich erlebe viele junge Männer, die jetzt erst entdecken, was Kinder bedeuten, welchen Reichtum sie weitergeben und die das auch nicht mehr missen möchten. Auch diese sind noch in einer Minderheit. Insofern sind wir mitten eines Veränderungsprozesses. Ja. Und ich wünsche mir auch von einer Veranstaltung wie heute, dass die Frauen sagen, das wollen wir doch mal sehen. Mhm. Das ist mein Grundsatz, der geblieben ist, dies dennoch. Es ist, ich könnte jetzt nur Schieflagen berichten. Das baut mich aber nicht auf. Ja. Ich freue mich jedes Mal auf Menschen, die auch was aufbauen, das im Herzen haben. Danke. In der Tat. Frau Professor Almendinger, auch Sie haben auf dem Weg nach oben immer wieder zu kämpfen. Frau verständigt, dass mit diesem Professor. Ohne Professor, okay, ich versuche es mir abzugewöhnen. Auch Sie haben immer wieder kämpfen müssen auf dem Weg nach oben, haben auch Respektlosigkeit erlebt, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Einmal schreiben Sie, wurde Ihnen zugunsten eines männlichen Bewerbers abgesagt, weil es dann hieß, eine Frau, die kann ja keine Männer führen oder nicht so viele Männer führen. Wie können Frauen sich denn gegen solche Vorurteile durchsetzen und auch ankommen gegen diese mächtigen Seilschaften und den Mechanismus, ein Mann fördert vielleicht lieber einen Mann, weil er ihm ähnlicher ist? Ja, die erste Auskunft wäre genau jetzt wieder in dieser Tradition. Warum sollen das eigentlich Frauen tun? Ja, also wenn wir in Deutschland Stellen vergeben, nur auf der Basis, dass man etwas schon gezeigt hat, kommen wir nicht weiter. Insofern müssen wir einen Vertrauensvorschuss geben. Im Übrigen nicht nur an Frauen, auch an Männer, die bestimmte Organisationsgrößen zuvor noch nicht geleitet haben. Wir müssen einen Vertrauensvorschuss geben an Personen mit Einschränkungen, die auch oft zurückgedrängt werden, weil man durch schlichte Stereotypisierungen ihnen bestimmte Dinge gar nicht zutraut. An Migrantinnen und Migranten, von denen man zunächst mal erwartet, dass sie fließend Deutsch sprechen, bevor man ihnen überhaupt was zutraut. Oder wo wir uns schwer tun, Berufsqualifikationen aus anderen Ländern anzugeben. Wir sind in Deutschland wirklich diesbezüglich eine sehr zurückhaltende, eher Vertrauen entziehende als generöse Gesellschaft, die auch gar keine Mechanismen hat, zunächst mal zu sagen, ja, dann probiere dich mal aus und dann sehen wir das. Also insofern,
ich finde es immer ein Problem, wenn man sagt, Frauen müssen sich so ändern, die Gesellschaft muss sich ändern und auch Männer müssen sich ändern. Wir können nicht immer nur sagen, Frauen macht jetzt mehr Erwerbstätigkeit, aber Männer bleibt bei eurem Leisten. Das machen sie jetzt seit Jahrzehnten. Die Männererwerbstätigkeit verändert sich nicht, aber Frauen machen jetzt zu der unbezahlten Arbeit noch zusätzlich die bezahlte Arbeit. Wir müssen also an Männern ansetzen. Das Zweite ist, und das haben wir beide jetzt ja schon wiederholt betont, dass es einfach hilft, nicht nur gegen männliche Netzwerke anzukämpfen, sondern auch weibliche Netzwerke zu haben. Das war am Anfang meiner Biografie schwierig, mit Sicherheit noch viel schwieriger bei Rita Süssmuth, weil es in den Positionen jeweils überhaupt gar keine Frauen gab. Also es gab ganz wenige Professorinnen, als ich in München angefangen habe. Bei der Bundesagentur für Arbeit war ich eigentlich die einzige Frau in dem Führungskreis. Es war immer was Neues und man war von Anfang an in so einer Art von Defensive. Heute ist das anders. Heute haben wir Möglichkeiten und da wiederhole ich nur das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wir müssen diese Möglichkeiten ergreifen, müssen füreinander als Frauen einstehen und sollten dabei aber nicht den Fehler machen, dass man dieses Mann gegen Frau oder dann Frau gegen Mann spielt, sondern dass man gemeinsam spielt. Und vielleicht das Letzte. Wir haben aus den Umfragen seit Jahren gesehen, dass die jungen Männer sagen, nein, wir wollen anders leben. Wir wollen nicht wie unsere Väter sein. Wir wollen erst nicht im Ruhestand erkennen, ach, ich habe ja Kinder, aber ich habe gar nicht mitgekriegt, wie die aufgewachsen sind. Wenn wir aber diese Väter dann beobachten, dann dauert es ein paar Jahre und klicks sind sie wieder bei einer traditionellen Rollenverteilung. Sodass ich denke, dass eine neue Frauenpolitik tatsächlich eine Politik sein muss, die Männern endlich mal das Rückgrat verleiht, das zu tun, was sie uns zumindest in Befragungen, in vielen persönlichen Gesprächen immer und immer wieder sagen und dann nicht zurückfallen hinter das, was sie schon erdacht haben. Ja, diese traditionelle... Diese traditionelle Rollenaufteilung haben Sie jetzt ja auch verstärkt in Corona beobachtet, dass es da eine Retraditionalisierung gibt. Vielleicht dazu noch eine Frage, denn Sie haben mitten in der Pandemie eben Alarm geschlagen und gewarnt, dass Corona die Frauen also um Jahrzehnte zurückwerfe. Wir wissen ja alle noch, Schulen und Kitas haben geschlossen und ganz selbstverständlich haben die Mütter eben meistens diese Betreuungslücke gefüllt. Was würden Sie denn sagen, was muss die neue Regierung tun, damit das nicht wieder passiert bei einer nächsten Krise? Naja, in diesem Bereich der Bildung haben wir ja ein kleines bisschen gelernt. Also ich erinnere gut, es ist das Wissenschaftszentrum Berlin, für das ich arbeiten darf, natürlich auch mitten in Berlin. Und, aber ganz, ganz früh rief die Botschafterin aus Frankreich an und sagte, könnte ich Sie mal bitte sprechen? Also das ist ja für mich alles. Und dann sagte sie also, wir bekommen hier in Deutschland mit einer E-Mail ja nur von der Schulschließung die Mitteilung, das ist doch vollkommen respektlos. Würde man das in Frankreich machen, müsste sich Präsident Macron vor das Volk stellen und das auch tatsächlich erklären, warum das ein Schritt ist. Soweit sind wir noch nicht, aber wir sind zumindest etwas zurückhaltender mit den Schulschließungen. Wir haben noch immer eine andere Politik für unsere Kinder mit Masken, mit Tests als für Erwachsene. Das ist etwas, was wir noch durchkämpfen müssen und auch noch viel stärker medizinisch belegen müssen. Aber da gibt es ja Kommissionen. Ich würde mich freuen darüber, wenn diese Kommissionen noch mehr mit anderen Disziplinen außer einer medizinischen oder einer juristischen belegt sind, auch zur Kommunikationswissenschaftler reinkommen, Ökonomen, Sozialwissenschaftler, auch jene, die viel gelernt haben aus anderen Pandemien und wissen, wie man beispielsweise die Impfbereitschaft ganz anders erhöht, als wir das jetzt im Moment durch magere Appelle tun. Insofern, ja, man muss viel mehr dagegenhalten, man muss versuchen, die Stimme deutlich zu halten und muss natürlich auch die für Corona-Maßnahmen eingesetzten Mittel so verfolgen, dass sie nicht nur für Männerberufe maßgeblich eingesetzt werden, sondern auch Frauenberufe gleichermaßen. Also dieses Gender-Budgeting, welches ja gut, und das finde ich wirklich gut, am Koalitionsvertrag jetzt aufgenommen ist, wo ich mir Sorgen mache, ob es tatsächlich nachgehalten wird, aber es muss da rein. Und das Schlimmste für mich und die härteste
Zahl, die jetzt für diese Retraditionalisierung spricht, sind natürlich, und das sagte die Ministerpräsidentin ja in ihren einführenden Worten, diese Stereotypisierungen, die jetzt noch mal stärker geworden sind. Also wenn man eine Frage hat und die klingt so banal eigentlich und man fragt sich ja, also man kann doch eigentlich jetzt so eine Frage gar nicht mehr stellen im Jahr 2022. Die heißt, eine erwerbstätige Frau kann genauso eine liebevolle Mutter sein wie eine nicht erwerbstätige Frau. Ja, da sehen wir jetzt einen Rückgang. Nein, 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 die sollen doch mal lieber zu Hause sein. Das stärkt die Bindung und so etwas. Mein Gott, mein Sohn ist wahrscheinlich viel besser gefahren mit einer berufstätigen Mutter als mit einer Person, die ganze Zeit in der betüttelt hätte. Kann ich nur sagen, wenn er jetzt zuhört, wird er das bestätigen und sagen, also, ja, hi Philipp. Ja. Also das sind solche Merkmale, wo ich mir wirklich Sorgen mache und wo es Männer braucht, wo es aber auch Frauen braucht, aber wo es auch die politische, die kommunale, die gesellschaftliche Hand braucht, um da massiv gegenzuwirken. Und wie man das macht, das wissen wir seit langem. Das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal auszuführen. Frau Jekel, Sie haben ja auch über dieses Thema geschrieben und haben auch erlebt in Corona, wie Sie plötzlich nur noch allein unter Männern waren. Aber ehrlicherweise muss man sagen, waren Sie wahrscheinlich auch schon vor Corona oft die einzige Frau in Männerrunden. Gleichzeitig gibt es ja von Männern an der Spitze oft das Argument, ach, wir würden ja so gerne Frauen fördern, aber die wollen gar nicht. Das hört man auch von Politikern immer wieder. Ich will nur ein Beispiel nennen aus meinem Bereich als Politikjournalistin. Friedrich Merz hat ja eine Generalsekretärin gesucht im Herbst und fragte dann eine junge Frau, Christina Stump, ob sie es werden wolle, und sie sagte ihm ab, weil sie eben, also wegen ihres kleinen Kindes. Was sagen Sie denn zu diesem Argument? Also sind Frauen da möglicherweise auch mitschuld daran, dass Männer immer noch so viel Macht haben? Also es mag Einzelfälle geben, wo Entscheidungen getroffen werden. Sie haben da gerade einen Fall zitiert, den kann ich nicht beurteilen, wie der im Detail war. Aber grundsätzlich finde ich nein. Grundsätzlich habe ich es immer noch so erlebt, dass wir trotz allen Fortschritten immer noch männliche Entscheidungszirkel erleben, männliche Strukturen in Unternehmen erleben, die Entscheidungen und die großen Entscheidungen, insbesondere zu Personalien, treffen. Und was mich im Moment da fast auch wirklich umtreibt, ist vor allem, Dingen, hat darüber gerade angefangen zu sprechen, diese eigentlich eine neue Generation von Männern, die eigentlich ein vermeintlich modernes Bild von Miteinander und Partnerschaft hat. Aber gerade, das ist jetzt eine sehr persönliche Perspektive von mir, gerade diese Männer, die sich für sehr modern halten, das waren in meinem Erleben häufig Männer, die sagten, Mensch, ich arbeite doch super mit Frauen zusammen, läuft doch, die sich dann aber gar nicht weiter dafür interessiert haben, warum eigentlich nach wie vor nicht genügend Frauen in Führungspositionen im Unternehmen XY sind. Was die Gründe dafür sind. Ich erlebe es gerade in einem Unternehmen, ich will jetzt den Namen des Unternehmens nicht sagen, aber da ist das Problem, dass einfach viel zu wenig Frauen in der Führungsspitze sind. Wie wird das Problem angegangen? Indem man völlig panisch mit großen Personalberatungen spricht, jetzt ein großes Search macht mit einer der großen Beratungsfirmen, und sagt, wir brauchen jetzt neue Frauen auf Top-Ebene, anstatt darüber nachzudenken. Da sind super Frauen breitflächig auf Ebene 3, 4, 5 und sich zu fragen, warum sind die Frauen nicht eine Ebene höher, warum traue ich denen nicht einfach mal mehr zu, Kompetenz sozusagen, warum traue ich denen nicht einfach diese Kompetenz mal zu und habe ein Forschungsvertrauen und stelle auch weiter die Fragen, vielleicht kann es ja auch in der Kultur eines Unternehmens liegen, dass Frauen nicht genügend weiterkommen, was ist die Sprache, die dort gesprochen wird, wie sind die Witze, die gemacht werden, wie sind die Entscheidungszirkel, die informellen Entscheidungszirkel? Früher war das so, dass die Jungs, das kennen wir alle noch, abends an der Bar standen und beim Bier sozusagen die Dinge abgekaspert haben. Das ist heute eine andere Generation. Das machen die nicht mehr beim Bier, sondern das findet heute beim Joggen morgens um 6 statt, sozusagen. Und beim, das ist nicht Joggen, sondern beim Racing sozusagen, wo wir Frauen häufig gerade die Butterbrote schmieren, muss man ja einfach mal so aussprechen. Und das sind Dinge, die viele Männer gar nicht böswillig, aber glaube ich wirklich nicht böswillig, die sehen das nicht mehr. Und da müssen wir wirklich darauf aufmerksam machen und reinpieksen. Ich habe das damals gemacht, Sie haben Frau Gerster darauf angesprochen, zu Beginn der Pandemie habe ich in meinem eigenen Erleben gespürt, wie sich mein Leben plötzlich vermännlicht hat. Das hatte viele Gründe, darüber habe ich geschrieben.
Das habe ich viele Reaktionen bekommen. Aber ich glaube, da ist noch ein Weg zu gehen. Insofern ist dieser Satz, die Frauen sind selbst dran schuld, ehrlich gesagt, da kriege ich Pickel ins Gesicht. Ja. Also vielleicht kann ich das ergänzen. Also Frau Jeckel hat das jetzt auf Führungspositionen bezogen, aber wir haben das ja, Frauen können nicht, Frauen wollen nicht durch ganz unterschiedliche Berufsgruppen hindurch. Und ich meine, ich bin jetzt im Aufsichtsrat der Berliner Stadtreinigung, wo es eigentlich einen Job gibt, wo man sagt, das ist ein schmutziger Job, ist es aber gar nicht. Der hat super Arbeitszeiten, das ist wirklich etwas, was man managen kann. Ich habe das dann auch mal probiert. Also ich meine, ich war ja dann immer in diesen Sitzungen dann aufgeschmissen, wenn Männer sagten, sie haben ja gar keine Ahnung von Müllabfuhr. Also fuhr ich da mal mit. Also wenn ich das kann, können das auch junge Frauen. Aber dieses Bashing out, ja, dieses Rausziehen, ihr gehört nicht von uns, ist dergestalt wirkmächtig, dass wir ohne dass die Organisation als Organisation dahinter steckt, da keine Fortschritte machen. Es sind immer noch maximal 3 oder 4% von Frauen, die diesen Job machen, nicht weil sie es nicht wollen, nicht weil es nicht gibt, sondern tatsächlich aufgrund von, das ist dann keine Glasdecke, sondern es sind Betonmauern, die diese unterschiedlichen Zirkeln voneinander fernhält. Oft auch entlang von Berufsgruppen, die besser bzw. die schlechter zahlen. Also insofern ist verdammt viel zu tun. Wir dürfen es nicht verkürzen auf Führungspositionen. Ja, ja, apropos selbst. Frau Meier will ich aber auch noch gleich reichen, aber gerne. Entschuldigung. Wir leben in zwei Welten. Ja. In der Welt der Aufklärung, der Veränderung und der Gegenwelt zurück zum Alten. Und in diesen beiden Welten bewegen sich Frauen und Männer. Ich erlebe viele junge Männer, die ich eben positiv beschrieben habe. Die anderen sind es, die wir erhalten wir unsere Macht. Wie bekämpfen wir Veränderungen, etwa die Direktwahlkreise auch weiter zu verteilen an Frauen und Männer? Nein, es sind überwiegend männliche Besetzungen. Und man traut es den Frauen nicht zu. Und in dieser Auseinandersetzung zwischen Welt nach vorne und Welt nach hinten denken, ist es ganz wichtig, was erhalten wir aufrecht. Also ich sage Ihnen mal, das Homeoffice, da sind Chancen drin, aber auch ganz gefährliche Gefahren. Danke für dieses Stichwort. Das ist ja etwas, ganz was gefährliche Gefahren, die uns zurückwerfen, die sie uns zurückholen ins Private, da können wir dann wirken, und tun so, als sei das ein Fortschritt. Ob ich mehr Flexibilität, das ist auch seit Jahren schon versucht worden, Teilzeit ist auch Flexibilität. Wir haben 8% Männer in Teilzeit, aber 73% Frauen. Da müssen wir ja darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich? Und deswegen geht es mir darum, das möchte ich jetzt hier auch noch mal einbringen, ich habe mich jetzt sehr beschäftigt mit den Rechtsgrundlagen. Wenn etwas sich weiter bewegt, müssen Sie dafür auch die Rechtsgrundlagen schaffen und nicht nur fragen, haben wir genügend Bewusstsein gebildet. Die beiden gehören zwar zusammen, aber ohne Rechtsgrundlagen bleiben wir Bittende und Drängende. Wir brauchen klare Rechtsgrundlagen. Und ich finde, auch wenn gesagt wird, ja, was verändern schon Gesetze? Für uns haben die Rechtsgrundlagen des Grundgesetzes und ihre Umsetzung, solange sie auch gedauert haben, bis Ende der 70er Jahre, neue Grundlagen geschaffen, mit denen wir uns vorwärts bewegt haben. Denn wir haben heute eine hoch ausgebildete Frauengeneration. Die jüngste Stiftungsarbeit, muss ich präzise sagen, zu Fähigkeiten von Frauen, kommt bei der Hans-Böckler-Stiftung zu dem Ergebnis, Frauen sind heute oft besser ausgebildet als Männer, auch in den Dienstleistungsberufen, für die wir andere Tarife brauchen. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir dabei die Rechtsgrundlagen nicht vergessen. Wenn zum Beispiel Junge Union sagt,
wir brauchen das nicht, dann kann ich nur sagen, ja, das verstehe ich, dass ihr das nicht wollt. Aber wir wollen das. Und deswegen muss man dafür kämpfen. Ohne das geht es nicht. Aber wichtig, dass wir beides verbinden. Denn wenn wir nicht wenigstens für ein Drittel der Kleinkinder unter 3 Jahren Kitas geschaffen hätten, dann wäre gar nichts geworden. Ja, oder wenn wir die Partnerschaftsmonate nicht eingeführt hätten, hätten wir nicht mal diese 2 Monate. Ja gut, wir haben von Schweden gelernt, was man alles auch an erweiternden Mitteln. Auch was man noch viel besser machen könnte. Ja. Initiativen und alles Mögliche. Aber ich muss nun sagen, das ist eine öffentliche Aufgabe, in der wir im Augenblick stehen. Und die Kriegssituation darf nicht dazu verführen, das Alte als das sehr Gute zu bezeichnen und das Neue als das Gefährliche. Da mache ich nicht mit. Frau Meier, ich möchte Sie gern noch reinholen in die Runde. Es geht um Vorurteile, auch die unser Denken ja prägen. Und ein altes Vorurteil ist ja auch, Frauen seien zu emotional für gewisse Dinge. Also seit Jahrhunderten hieß es ja, Frauen könnten nicht rational denken. Richterinnen, Politikerinnen, das war undenkbar. Da brauchen wir zum Glück heute nicht mehr drüber zu reden. Und trotzdem ist es ja weiterhin so, es gilt als hochgradig unprofessionell, in Tränen auszubrechen im Beruf. Dabei leiten uns ja alle Gefühle, Männer wie Frauen, auch im Beruf. Was würden Sie denn sagen, ist es nicht eine Stärke, Empathiefähigkeit? Gerade im Chefsessel, ist es nicht etwas, was es auch braucht? Ja, also ich würde noch mal kurz den Rückschwenk machen, weil Sie gerade noch mal gesagt haben, uns alle leiten Emotionen. Die Frage ist, welche Emotionen als gut oder negativ gesehen werden oder als relevant für eine Chefposition oder nicht relevant. Und ich finde es nämlich deshalb schon auch total interessant, Sie haben gerade angesprochen, Politikerinnen, Richterinnen, wenn wir uns heute PolitikerInnen anschauen, dann sehen wir ja zum Beispiel, was treibt den Herrn Putin, diesen Krieg zu führen. Es sind ja auch Emotionen, es ist ein verletztes Ehrgefühl, es sind männliche oder toxische Männlichkeitserwartungen, Perspektiven. Also auch das, überall dort spielen ja auch Emotionen eine total große Rolle. Und ich muss schon sagen, ich habe früher gejobbt, im Hauswirtschaftsbereich, also da habe ich auch eine Ausbildung gemacht, in der Gastronomie, im Einzelhandel, überall dort, wenn man meine persönlichen Erfahrungen sind, meine Chefs hatten auch Wutausbrüche, aber die wurden nicht als emotional empfunden oder das wurde dann nicht als emotional abgestempelt, sondern der kann halt durchgreifen. Und das finde ich schon auch wichtig, dass man eben schon ein Stück weit sagt, nicht alle Emotionen haben auch dürfen ihre Rolle haben im Berufsleben oder müssen auch irgendwie mit Rahmen versehen werden. Wir sehen das zum Beispiel auch im Netz. Auch dort lassen Antifeministen ihre Emotionen los und da braucht es Regeln. Also wir können nicht sagen, alle Emotionen sind gut und wir brauchen auch Regeln für Emotionen. Aber das, was Sie gerade angesprochen haben, wenn es um Empathiefähigkeit geht, wenn es um Sensibilität auch geht für die Situation von MitarbeiterInnen, sei es von Männern und Frauen in ihren jeweiligen beruflichen und privaten Situationen, dann glaube ich, ist das ein total wichtiger, zentraler Schlüssel. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass sozusagen Chefinnen und Chefs die Möglichkeit haben müssen, ein Stück weit auch selbst Emotionen zu zeigen. Aber es braucht auch dort Regeln. Also ich bin nicht immer so ein Fan davon, dass ich sage, Emotionen ist immer toll. Na klar. Ja? Intelligenz ist immer schon zu knapp definiert worden, kognitive Intelligenz. Ja. Ja. Und Intelligenz ist emotional, kognitiv und sozial. Und wenn Sie einen nur herausstreichen und die beiden anderen vergessen, vergessen Sie Entscheidendes für Ihr gesamtes Volk. Auch für diejenigen, die im Sozialen große Stärken haben und damit auch viel bewirken. Deswegen ist Empathie etwas, was keinem Menschen fehlen sollte. Ja. Aber keinem, weder Männern noch Frauen. Ja, Männer und Frauen.
Frau Almendinger. Aber mir ist ganz wichtig. Also wir müssen mal aufpassen. Also wir hatten jetzt ja wirklich über Jahrzehnte hinter uns gebracht eine Diskussion, dass Frauen in Führungspositionen kommen sollten, weil sie ja dann eher teamorientiert sind und eher die Person zusammen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und bin da hunderte von Studien durchgegangen und habe mir angeschaut, was die eigentlich für eine methodische Grundlage haben. Und natürlich gehen diese Studien davon aus, von den Frauen, die es nach oben geschafft haben. Und ich sage immer, das ist eine umgekehrte Kausalität. Man lässt diese Frauen nach oben kommen, weil sie diese Teamorientierung halt zeigen. Aber wenn wir mehr Frauen in Führung sind und wenn man sich jetzt die Studien anschaut aus Schweden oder aus anderen Ländern, dann sieht man, das waren Selektionseffekte. Frauen, die haben genauso eine Spanne an Führung, wie Männer eine Spanne an Führung haben. Wir haben auch Männer, die dann in Tränen ausbrechen. Und wir haben auch Frauen, die Wutanfälle kriegen. Das heißt, wir brauchen doch Frauen in Führungen in allen anderen Jobs, weil sie einfach gut sind, weil sie dieses ganze Repertoire haben von sozialen, kognitiven, emotionalen Kompetenzen. Aber das kann doch nicht der Grund sein, warum wir Frauen nehmen, also oder Männer eben nicht nehmen. Aber ich glaube, ein Aspekt ist trotzdem total wichtig, weil bei Männern werden andere... ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Ich wollte nur diesen Differenzansatz so. Als solchen ich finde da nicht gut, aber ich glaube, dass man von außen anders betrachtet wird sozusagen. Und das ist eher auch nochmal was, was ja oft Frauen auch hemmt auf dem Weg. Weil wenn sie einen Wutausbruch haben, dann wird es nicht als Führungsstärke, sondern als hohe Emotionalität abgewertet und auch negativ konnotiert. Und ein Empathie und ein empathiefähiger Mann wird zum Beispiel auch schneller positiv bewertet. Bei einer Frau geht man davon aus, was muss Frau so Jeckel sein. Sagt. Frau Jeckel. Ich finde, das ist nicht mehr so. Ich finde diese, also in meinem Erleben ist die Kraft einer Führungspersönlichkeit deutlich wirkungsmächtiger, wenn sie eine breite Klaviatur hat, wenn sie sozusagen hart, klar, Struktur kann, aber genauso weich und oder ich sag mal etwas fühlen kann und das Fühlen auch in Worte fassen kann. Und das gilt für Männer und für Frauen. Und ich erlebe eher umgedreht, dass der ein oder andere Mann, und nicht weil er ein Mann ist, sondern weil er es über viele Jahre so gelernt hat, sehr kontrolliert zu sein mit vielleicht jüngeren Führungspersönlichkeiten, wenn sie denn Frauen sind, ein bisschen Schwierigkeiten hat, aber eher, weil er sagt, huch, da kann jemand eigentlich mehr. Das ist eher unheimlich, wenn sozusagen Führungspersönlichkeiten, und ich will das jetzt mal wirklich Mann und Frau, also geschlechtsunspezifisch formulieren, diese breite Klaviatur können. Und ich glaube, das brauchen wir, das sehen wir doch ehrlich gesagt auch in der Politik. Wir wollen doch Menschen, die uns Struktur geben, von denen wir das Gefühl haben, die sind matter of fact, die sind auf dem Boden der Tatsachen, die kennen ihre Details, aber gleichzeitig sind sie in der Lage, mich an die Hand zu nehmen, in einer Sprache zu sprechen, dass ich Dinge verstehe. Das waren ja die Momente, muss ich sagen, wo ich glaube, der ein oder andere auch bei unserer Bundeskanzlerin mal sagte, oh, kann sie mich auch noch mal an die Hand nehmen und vielleicht ein bisschen mehr erklären, dass ich dieses ganze Pandemie-Elend einfach doch mehr kapiere, ohne dass es, ne, und so weiter. Also ich glaube, diese Breite brauchen wir in unserer brutal komplex gewordenen Welt. Und dann haben wir Kraft. Und das gilt für Männer und viel für Frauen. Ja, ich sehe schon. Wir reden auch viel über Männer heute. Das ist auch richtig so. Am Frauentag geht es ja auch um die Männer. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn ich sage, es kommt auch genauso auf die Männer an. Nicht nur, der Fortschritt hängt nicht nur an uns Frauen. Mit Blick auf die Uhr muss ich schon zum Schluss kommen und würde jetzt noch eine Schlussrunde mit Ihnen allen Vieren machen. Vielleicht, wenn Sie einfach kurz in einem Satz antworten können. Frau Jeckel, gleich noch mal zu Ihnen. Welchen Satz würden Sie denn von Männern in Spitzenpositionen gerne öfter hören? Oh. okay, ich würde gerne von Männern den Satz hören, wisst ihr was, Leute, ich brauche mehr Frauen in meinem Team, und zwar an der Spitze dieses Unternehmens oder dieser Organisation, nicht weil ich mehr Frauen brauche, sondern weil ich die Dinge besser machen will, weil ich bessere Ergebnisse für mein Unternehmen erzielen will oder bessere Ergebnisse für meine Organisation. Denn ich weiß, das kriege ich nur hin,
in einem Zusammenspiel sehr unterschiedlicher Charaktere, sehr unterschiedlicher Kompetenzen und genau deshalb will ich es. Und nicht, weil es mir irgendjemand sagt, dass das jetzt schick ist und dass ich das jetzt machen muss. Das muss ich mal sagen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft bei mir das Telefon im Moment klingelt, dass irgendjemand eine Frau in irgendeinem Aufsichtsrat oder sonst was haben will. Aber da geht es zero um Inhalt, null. Da geht es nur darum, dass es eine Frau ist. Und das sind die Momente, wo man ehrlich gesagt einfach gleich den Telefonhörer auflegt. Mhm. Frau Almendinger, Sie haben einen Sohn großgezogen, Sie haben schon von ihm gesprochen. Welche Vorbilder brauchen denn kleine Jungs? Na, kleine Jungs brauchen erziehende Väter genauso wie erziehende Mütter. Gut, kurz und knackig. Frau Meier, Sie kennen sich mit Trost aus. Mit welchem Satz trösten Sie denn Männer, die das Gefühl haben, es geht eigentlich nur noch um Frauen und gar nicht mehr um Sie, um die Männer? Ach, wir kümmern uns doch darum, dass ihr auch 50% der Sorgearbeit übernehmen dürft, der Unbezahlten. Und ich glaube, dass das auch viele Männer wollen. Ich bin da auch der festen Überzeugung, dass das auch gut ist für viele. Und wir brechen jetzt auch die Rollenklischees auf, damit Männer, Frauen, alle Geschlechter so leben können, wie sie es wollen, als freie Individuen. Und Frau Professor Süssmuth, noch zu Ihnen zum Schluss. Als Politikerin, als erfahrene Politikerin, was raten Sie den jungen Männern und Frauen, die jetzt im Herbst frisch in den Bundestag gewählt wurden? Meine erste Aussage ist, wir haben jetzt gemeinsam es zu verändern. Das liegt im Tenor, den wir auch heute gehört haben. Meine zweite Aussage ist, Frauen lernt, selbstständig zu sein und nicht nur den Normen der Männer zu folgen, wie man Politik macht. Da haben wir schon viel zu viel Zugeständnisse gemacht. Ich bin froh, dass mein Vater mich angehalten hat, Contenance, sehr wichtig, bearbeite deinen Kopf, bevor du irgendwas sagst. Aber ich lasse mir meine Emotionalität nicht nehmen, weil wenn ich nicht das Kognitive mit dem Sozialen, dem Kulturellen verbinde, bin ich ein einsamer Bote, ein einsamer Mensch. Und diese Verbindung, dazu haben wir heute wirklich viel Gelegenheit, brauchen wir nicht auf die Wissenschaft, da ist sie manchmal sogar Vorläufer für ein solches Denken. Ich wünsche mir, dass jede Lehrkraft, jede Kindergärtnerin, jede Frühpflegerin von diesem Geist beseelt ist und nicht von der Anpassung allein lebt, sondern von ihrer eigenen Kreativität, gebunden an Regeln, und wir schöpferisch diesen Prozess angehen, ohne immer zu sagen, was alles so schlimm ist. Dann kommen wir nie weiter. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Süssmuth, vielen Dank, Frau Almendinger, vielen Dank, Frau Meier, vielen Dank, Julia Jäkel. Ich darf jetzt noch einmal zum Schluss das Wort an die Ministerpräsidentin geben. Ja, liebe Livia Gerster, ich will mich ganz herzlich bedanken bei allen Frauen hier in dieser Runde auf diesem Podium. Es war wirklich sehr, sehr erfrischend, Ihnen zuzuhören. Und ich glaube, alle, die heute zugehört haben, können eigentlich nur sagen, das war eine tolle Runde, das sind tolle Frauen. Und man hat heute nochmal so einen ganz guten Eindruck aus unterschiedlichen Aspekten bekommen, was ist wichtig in der heutigen Zeit und was sollten wir nicht vergessen. Und ich glaube, es gab auch für jeden mindestens 1 bis 10 Sätze, die man so mitnimmt irgendwie, ja, nochmal so ganz speziell. Also der Krieg hat kein weibliches Gesicht, das finde ich, wissen wir alle, aber das ist nochmal einfach so ein toller Satz. Es sollte uns in Aufruhr bringen, auch das nehme ich jetzt nochmal mit, weil wir machen jetzt alle schon so lange auch Politik, Gleichstellungspolitik, und manchmal geht es aber auch darum, doch innerlich auch nochmal diese Aufruhr zu spüren und zu sagen, jetzt reicht es mir aber wirklich und es dauert mir auch alles ein bisschen zu lange. Aber ich glaube, was alle miteinander verbunden haben, vor allem auch die Preisträgerin, ist dieses Wissen darum, dass man erreichen kann nur etwas, wenn man sich verbündet, wenn man Bündnisse schmiedet, wenn man weg ist von der ersten Bewegung, der Frauenbewegung, würde ich sagen, nämlich nicht das Trennen so zu betonen, sondern zu sagen, wo sind unsere Partner, wo sind die Männer und Frauen, die gemeinsam für diese Sache sorgen. Und ich will auch noch mal hinzufügen, auch das Thema, wir brauchen klare Rechtsgrundlagen, Frau Süssmuth, das teilen, glaube ich, hier auch alle.
Eine unserer Preisträgerinnen ist Frau Peschel-Gutzeit, die ist vorhin genannt worden von Jutta Almedinger. Sie war eine der allerersten Frauen, die eine Rechtsgrundlage für Gleichstellung von Frauen im Beamtentum geschaffen hat. Und tatsächlich ist es die Grundlage dafür, dass die Dinge eben nicht dem Zufall überlassen werden oder den Führungsfrauen, die an der Spitze stehen, oder Männer, sondern dass man in der Struktur etwas verändert. Und darum soll es eben auch in Zukunft gehen. Also danke, danke. Sie geben uns heute am Frauentag, glaube ich, zusammen noch mal ganz viel Kraft, gemeinsam an diesen Zielen zu arbeiten. Und mein zweiter Punkt ist noch mal, 2019 habe ich den Frauenpreis ins Leben gerufen. 2019 war das Jahr 100 Jahre Wahlrecht. Und damals haben wir in diesem Jahr eigentlich von morgens bis abends darüber gesprochen, was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht. Und das meiste, was mich stört an dem, was wir nicht erreicht haben, ist das Thema Gewalt gegen Frauen. Und es ist einfach furchtbar. Und ich habe irgendwann mal verstanden, dass wir dieses Thema niemals in den Griff kriegen, wenn wir nicht die patriarchale Struktur in vielen Bereichen in den Griff kriegen. Es ist eine Grundvoraussetzung, dass wir nicht nur mit Strafrecht und Ähnlichem agieren, sondern dass das Verhältnis von Frauen und Männern in einer Gesellschaft dann so ist, dass eben auch Gewalt gegen Frauen einfach ein ganz anderes Thema ist. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir diesen Marie-Juchatz-Preis haben. Ich bin eine große Verehrerin von Marie-Juchatz, deshalb hat sie diesen Preis auch gekriegt, der Frauenpreis. Sie ist die erste Frau, die in einem deutschen Parlament gesprochen hat. Die Biografie ist vorhin von Jutta Almedinger nochmal dargestellt worden. So wichtig, dass es diesen Preis gibt, um Frauen, die für Frauen und Männer in unserer Gesellschaft, für unsere Demokratie so viel bewegt haben, wie Sie beide heute Abend. Es ist so gut, dass wir diesen Preis haben und diese Abende gemeinsam erleben dürfen. Ich will mich ganz, ganz herzlich nochmal bei Ihnen bedanken und alle Frauen und Männer, die heute zuhören, auffordern, dass wir doch im gemeinsamen großen Bündnis das tun, wozu wir heute auch aufgefordert worden sind, nämlich jetzt mal so richtig dieses Zeitfenster zu nutzen, ja, wo wir eigentlich sagen, es muss jetzt mal vorangehen. Und ich habe immer gesagt, ich will eigentlich in meiner Amtszeit noch erleben, dass wir den Artikel 3 wirklich umgesetzt haben. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das noch erreichen werde, aber wir haben viel zu tun. Wir wollen es gemeinsam tun. Vielen, vielen Dank vor allem an unsere Preisträgerin heute Abend für all das, was Sie geleistet haben. Und danke an alle in der Runde. Dürfen wir den Dank zurückgeben, Malu? Gerne. Großartig, deine Arbeit auch. Und vielen Dank, danke. Vielen Dank. Und jetzt haben wir nochmal zwei tolle Frauen, denen wir Gehör verschaffen wollen. Danke, dass Sie unsere Veranstaltung so wunderbar musikalisch untermalt haben. Herzlichen Dank dafür und ein Tschüss an alle, die uns heute hier gefolgt sind. Dankeschön.